Danach auch, was passiert
unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Da tritt die Währungsreform ein, nach einer massiven Hyperinflation, die zu einem erheblichen Teil dadurch zustande gekommen ist, dass man die übermäßige Verschuldung aus dieser Zeit, insbesondere auch die Reparationszahlungen, die daneben von den Alliierten verlangt worden waren, über die Notenpresse finanziert hat. Die Zwischenkriegszeit nach dieser Währungsreform bis 1933 war dann eigentlich nicht mehr besonders lange, um viele Aussagen zu tätigen. Man ist relativ rasch wieder in massive Verschuldung im Zweiten Weltkrieg hineingekommen. Und auch da haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg eine klare Währungsreform 1949. Diese Währungsreform geht einher mit einem Schuldenerlass, den Deutschland 1952 im Londoner Abkommen von den Alliierten, von seinen internationalen Gläubigern bekommen hat. Ebenfalls muss man sagen, dass diese Phase, die Endphase des Zweiten Weltkrieges und auch die Jahre 45 bis 49 von einer Hyperinflation gekennzeichnet waren. Auch da haben wir allerdings dann eine zurückgestaute Inflation, die am Ende über die Notenpresse bedient worden ist in dieser Phase. Also eine Problematik, die sich immer wieder im Zeitablauf zeigt, das sind die beiden Perioden, in denen Deutschland seine Inflationsaversion entwickelt hat. Beunruhigend ist, dass wir nun zum ersten Mal in Friedenszeiten eine Schuldenquote erreicht haben mit über 80% des Bruttoinlandsproduktes, die wir so in Friedenszeiten noch nie hatten. Also weder hier vor 1939 noch in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg war die Schuldenquote so hoch, wie sie heute ist. Wenn wir das ein bisschen näher betrachten, was die Verschuldung in Deutschland ausmacht, sehen Sie das in der zweiten Grafik, ab 1980, also ich muss vielleicht noch vorher hier 70 einsetzen, diese Dynamik der Verschuldung in Deutschland setzt in den 70er Jahren ein. Sie wird in den 80er Jahren, wenn man es ein bisschen genauer betrachtet, nur abgeschwächt. Das ist sozusagen die Konsolidierungsphase der Regierung Kohl, die es schafft, bis zum Vorabend der Wiedervereinigung die Konsolidierung so voranzutreiben, wie wir Ökonomen das eigentlich erwarten, nämlich bis zu dem Punkt, zu dem das strukturelle Defizit gleich Null ist. Das strukturelle Defizit ist das Finanzierungsdefizit des Staates konjunkturbereinigt. Die konjunkturellen Einflüsse werden rausgerechnet. Und da landet man 1989 zum ersten Mal seit den 70er Jahren wieder beim strukturellen Defizit von Null. Diese Bereinigung findet da statt, aber dann setzt die Wiedervereinigung ein und entsprechende Dynamik in der Verschuldung ist wieder da. Die Verschuldung in Deutschland teilt sich auf die drei staatlichen Ebenen und die Sozialversicherung, wobei die Sozialversicherungen nicht so problematisch sind. Die müssen am Ende ihre Bilanz ausgleichen und haben entsprechende Restriktionen. Die Gemeindeebene ist die Ebene, der es am besten geht, was die Verschuldung anbetrifft. Das sind allerdings Aggregatzahlen. Ich werde nachher noch ein bisschen differenzierter werden. Wir finden auf der kommunalen Ebene die stärkste Varianz hinsichtlich der Verschuldung. Das heißt, da gibt es Städte und Gemeinden in Deutschland, denen es ganz schlecht geht, die also eine sehr hohe Verschuldung haben. Und dann, wenn man ein Insolvenzrecht für Kommunen hätte, wie beispielsweise in den USA, hätten diese Kommunen schon umschulden müssen und kein Geld mehr von privaten Gläubigern bekommen. Und auf der anderen Seite haben sie ganz reiche Kommunen, die überhaupt keine Schwierigkeiten mit ihrer Verschuldung haben. Im Aggregat führt das am Ende dazu, dass wir hier seit den 80er Jahren für die Kommunen eine ziemlich flache Entwicklung haben. Da bleibt die Schuldenquote berechnet auf das gesamtdeutsche Bruttoinlandsprodukt etwa bei 10%. Ja, sogar unter 10%, Entschuldigung, bleibt unter 10% sind. Wir haben hier 7-8%, jetzt sind aber nur 5% Schuldenquote für die Kommunen. Ich sage das auch bei dieser Grafik eigentlich immer ganz gerne, dass man, wenn Sie die Zeitungen lesen, ja permanent hört, die Kommunen haben kein Geld, die können Investitionen nicht tätigen, die können ihr Personal nicht beschäftigen und so weiter. Man muss bedenken, dass alle auf Bundesebene immer versuchen, Geld rauszuschlagen, auch die kommunalen Spitzenverbände versuchen das. Und genauso wie die anderen stellen sie ihre Situation meistens etwas schlechter dar, als sie tatsächlich ist. Das heißt, man nimmt die wirklich schwachen Städte, wie beispielsweise Oberhausen und Recklinghausen, schiebt sie in den Vordergrund und sagt, so schlimm ist es auf kommunaler Ebene. Und dann gelingt es nachher auch etwas mehr Geld rauszuschlagen. Und den Bund dazu zu bewegen, kostenträchtige Aufgaben von den Kommunen
auf die Bundesebene zu verlagern. Also im Grunde muss man sagen, es geht niemandem so gut wie den Kommunen. Gefolgt werden die Kommunen von den Ländern, entweder jetzt am zweitbesten oder zweitschlechtesten. Hier ist ebenfalls eine Variation zu beobachten, auf die ich noch einzugehen habe. Die ist natürlich nicht ganz so stark wie auf der kommunalen Ebene, aber auch da müssen wir feststellen, es gibt Länder in Deutschland, denen es relativ schlecht geht, und es gibt Länder, denen es relativ gut geht. Sie sind und wohnen, zumindest so wie ich das jetzt mal annehme, auch wenn die Studierenden hier mit ihren Zweitwohnsitz oder was auch immer, in einem Land in Baden-Württemberg, denen es relativ gut geht. In dieser Betrachtung muss man sagen, der ärmste Hund ist der Bund. Der Bund geht es am schlechtesten im Hinblick auf die Staatsverschuldung. Der Bund hat die ungünstigste Dynamik im Zeitablauf. Der Bund hat die höchste Verschuldung. Sie liegt mittlerweile im Jahr 2012 bei 82,1% des Bruttoinlandsproduktes. Und das, obwohl wir nach der schwierigen Finanzkrise mit kräftigen Finanzierungsdefiziten, einem negativen Finanzierungssaldo, also im vergangenen Jahr die sogenannte schwarze Null geschrieben haben, mit plus 0,1% gesamtstaatlich, wobei das vor allen Dingen auf die Überschüsse in den Sozialversicherungen zurückgeht. Die Gebietskörperschaften haben weiterhin Defizite und bei den Gebietskörperschaften, wie das die vorherige Frage eigentlich schon andeutet, ist die Situation beim Bund wiederum am ungünstigsten. Die Ländergesamtheit aggregiert und die kommunale Gesamtheit, die Gesamtheit der Gemeinden steht deutlich besser da als der Bund. Der Schuldenstand, wenn Sie die Bewegung hier betrachten, im Vergleich zu dem, was man beim Finanzierungssaldo sieht, der Schuldenstand geht mittlerweile viel stärker nach oben aufgrund von bilanziellen Operationen. Das hat damit zu tun, dass der Bund Vermögenstatbestände im Zuge der Finanzkrise aus dem Bankensystem übernommen hat und dieses Vermögen vorsichtig bilanziert. Dann kann es in einem Jahr sein, beispielsweise hier von 2010 auf 2011, dass die Schuldenquote um 2 Prozentpunkte runtergeht, obwohl wir noch ein Defizit haben. Einfach weil das Vermögen, das dort vorsichtig bilanziert ist, zu höheren Preisen verkauft werden kann. Wenn das im Jahr 2012 umgekehrt war, da steigt die Schuldenquote kräftiger an, als der Finanzierungssaldo das anzeigt. Das hat damit zu tun, dass bestimmte Vermögensarten in stärkerem Maße abgeschrieben werden mussten, als man das vorher bilanziert hat. Was ich da anspreche in der allgemeinen Formulierung, das sind im Wesentlichen die Assets, die im Rahmen des SOFIN, des Sondervermögens, das in der Finanzkrise eingeführt worden ist, um das Bankensystem zu rekapitalisieren, übernommen worden ist. Vor allem aber hat der Bund die sogenannten Bad Banks der WestLB und der Hypo Real Estate übernommen. Bei der WestLB heißt die Bad Bank dann auch erste Abwicklungsanstalt. Das hört sich nach erster allgemeiner Verunsicherung an und passt deswegen eigentlich ganz gut ins Bild von der Konnotation, die man dabei sofort hat. Während die Bad Bank der Hypo Real Estate heißt FMS Wertmanagement, bei den vielen negativen Werten fragt man sich natürlich, was diese Bezeichnung soll, aber vielleicht schwingt da einfach auch nur genügend Hoffnung mit. Vor allen Dingen aus diesen beiden Bad Banks kam einmal der Schuldenrückgang von 10 auf 11 und der Schuldenaufwuchs von 11 auf 12. Denn im Zuge der Umschuldung für Griechenland im Frühjahr 2012 mussten griechische Staatsanleihen in den Portfolios dieser beiden Bad Banks abgeschrieben werden. Das ist das, was nun als Bruttokosten nun wirklich für die Bilanz des Staates finanzwirksam geworden ist, indem man das auf die Schuldenquote genommen hat. Diese Operation fließt nicht durch den Haushalt, sondern geht direkt in die Schuldenquote. Wenn man sich fragt, wie ist diese Konsolidierung im Zeitablauf einzuschätzen, dann muss man sagen, wir haben im Zeitablauf vor allen Dingen eine günstige Situation in Deutschland, eine günstigere Situation als die anderen Länder, weil wir konjunkturell besser dastehen und von daher sowohl einnahmen- als auch ausgabenseitig die Haushalte entlastet werden, die öffentlichen Haushalte entlastet werden. Die Einnahmen sprudeln sozusagen, die Steuerquote ist so hoch, wie sie schon lange nicht mehr gewesen ist, zuletzt Anfang der 80er Jahre.
Sozialversicherungsbeiträge, Schulen ebenfalls, deswegen stehen die Sozialversicherungen so gut da. Das ist auch eine sehr günstige Situation, die man dort hat. Und auf der Ausgabenseite sind die Ausgaben, die Arbeitslosenversicherung, die Bundesagentur für Arbeitsbeschäftigung hat deutlich zurückgegangen und deutlich geringer als erwartet. Das sind also vor allen Dingen diese Effekte, die wir von der Konjunktur her haben. Und dann werden die öffentlichen Haushalte in Deutschland begünstigt durch die niedrigen Zinsen, die der Bundesfinanzminister und seine sonstigen Kollegen auf Landes- und kommunaler Ebene zu zahlen haben. Das Zinsniveau ist auf historisch niedrigem Stand unterwegs gewesen, sodass die Zinsausgaben auch deutlich niedriger wurden. Also in den letzten 4 Jahren haben wir 20 Milliarden Euro an Zinsausgaben eingespart. Es gibt mittlerweile Berechnungen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, das darauf hindeutet, dass wir in den kommenden Jahren weitere Milliarden einsparen, sodass man durch die Finanzkrise dann insgesamt in Deutschland in den öffentlichen Haushalten zu einer Einsparung von kumuliert 100 Milliarden kommen soll. Warten wir mal ab, ob das sich nachher so realisiert. Das ist für den Großen ja immer so schwierig. Man muss auch sagen, das ist eine Begünstigung der öffentlichen Haushalte. Privaten Anleger, insbesondere die Lebensversicherungen, sind natürlich ob dieser niedrigen Zinssätze nicht so glücklich. Man kann auch sagen, es gibt in gewisser Weise eine Umverteilung von den deutschen Gläubigern zu den deutschen Schuldnern. Und zu den deutschen Schuldnern gehört eben der deutsche Staat in relativ hohem Maße. Es ist, wenn man so will, eine bestimmte Form der finanziellen Repression, die wir haben. Wenn man die Verschuldung betrachtet, jetzt haben Sie die explizite Verschuldung gesehen. Die explizite Verschuldung, das sind tatsächlich die Kreditsummen und die Staatsanleihen, die der Staat explizit bezeichnet hat. Wir haben auf der anderen Seite eine ganze Reihe von Verpflichtungen, die der Staat eingeht, insbesondere im Sozialversicherungssystem, aber nicht nur bei den Sozialversicherungen, auch die Länder, die ja Pensionslasten für ihre Beamten übernehmen, haben entsprechende Verpflichtungen oder sind entsprechende Verpflichtungen eingegangen. Diese Verpflichtungen sind in einem demografischen Übergang, in dem die junge Bevölkerung nicht mehr in dem Maße nachwächst, wie das in früheren Zeiten der Fall war, dazu geeignet, zu Zusatzbelastungen der Zukunft zu führen. Sie sehen hier den Altersaufbau der Bevölkerung für 3 Jahre, für das Jahr 1910. Da hat man eine schöne Bevölkerungspyramide mit relativ stark besetzten jungen Jahrgängen, relativ schwach besetzten alten Jahrgängen, Alterskohorten. Dann das Jahr 2008, das ist schon nicht mal mehr ein Tannenbäumchen, das ist schon ganz schön geflattert. Hier unten, da kommt so ein breiter Stamm. Aber man sieht schon sehr deutlich, dass Sie in den oberen Jahrgängen eine stärkere Besetzung beobachtet werden kann als in den unteren Jahrgängen. Wenn Sie das bis 2060 gemäß der 12. Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes projizieren, dann enden wir in dem, was wir intern, also ich sage es Ihnen jetzt auch, also wir tragen das Ganze auch nach außen, als Bevölkerungsdöner bezeichnen, als Stücke abgeschnitten und nachher wird alles ganz glatt. Und man sieht hier immer noch, dass es ein bestimmtes demografisches Problem gibt, dass also in den jungen Jahrgängen weniger Personen nachwachsen, als wir hier oben in den 60er und 70er haben. Natürlich ist das auch eine Verlängerung der absoluten Lebensdauer. Hier haben wir die letzten Jahrgänge, die letzten Beobachtungen in den 80er Jahren, in den 80er Lebensjahren. Hier oben, gerade bei den Frauen, haben wir schon erste Beobachtungen im Jahr 2008, die so an die 100, zum Teil sogar schon, wenn es ganz einzelne Personen sind, über 100 hinauskommen. Es wird noch ein bisschen stärker nach oben gehen. Aber interessant an dieser demografischen Entwicklung ist das, was wir in der Demografie als Triangularisierung bezeichnen. Das heißt also, wir verschieben im Altersaufbau weiter nach außen. Das führt dazu, dass der alten Prozent massiv nach oben geht, während der jungen Prozent etwas nach unten geht. Also man sieht es hier in den frühen Jahren deutlich, aber es wird bis 2060 dann noch schlimmer werden. Der alten Prozent geht also weiter nach oben. Die dynamischen Jahre aber bis 2030 etwa. Aber es ist nicht so, dass danach diese Problematik abbricht. Wir haben auch bis 2050 einen weiteren Anstieg des alten Prozent. Das führt, wenn wir die Sozialversicherungswerke in ihrer gegenwärtigen Ausgestaltung belassen,
letztlich dazu, dass man ab 2030 einen Anstieg der Sozialversicherungsbeiträge erhält. Die sind hier simuliert für die verschiedenen Sozialversicherungszweige. Es ist noch interessanter und vielleicht ein bisschen stichhaltiger, wenn Sie diese Grafik anschauen. Da hatte ich einerseits abgebildet hier in dieser grauen gestrichelten Linie, was denn passiert im Hinblick auf die gesamtstaatliche Schuldenquote, also explizite plus implizite Schulden, wenn man die Beitragssätze so anpasst wie hier. Ja, dann haben wir also eine relativ moderate Entwicklung bis 2060, das sind also keine schweren Konjunkturkrisen simuliert, die nehmen wir da gar nicht erst an. Wir haben also auch nicht berücksichtigt, dass in irgendeiner Form im Rahmen der Euro-Rettung eine zusätzliche finanzielle Belastung auf Deutschland zukommen könnte. Dann würde man immerhin noch bei etwas mehr als 100% Schuldenquote im Jahr 2050 landen. Wenn man die Beitragssätze nicht anpasst, dann steigen die Schuldenquoten weiter an, sodass man am Ende im Jahr 2060 etwas mehr als 250% Staatsverschuldung in Prozent des Bruttoinlandsproduktes landet. Man kann natürlich auch die Tragfähigkeitslücke gleich schließen, indem man die Versprechungen, die man gemacht hat, zurücknimmt. Dann haben wir noch einen gewissen Übergangspfad bis 2030 und danach sinkt sozusagen die Schuldenquote wieder ein bisschen weiter. Bitte bedenken Sie, das sind erste Simulationen, deswegen muss man hier bei der Interpretation der Zahlen immer vorsichtig sein. Bestimmte gar nicht so gravierend aussehende Änderungen, die als Reformen der Sozialversicherung daherkommen, können schon die implizite Verschuldung kräftig nach unten führen. Das ist ja eine Rechnung, die quasi bis unendlich geführt ist. Und was man auch sagen muss, wenn man in einer Situation wäre, in der der Zinssatz, den der Staat zu zahlen hat, dauerhaft niedriger ist als die Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes, beides entweder nominal oder beides entweder real gerechnet, Sie müssen nur Sorge tragen, dass Sie nicht einmal nominal und einmal real nehmen, dann tritt diese Problematik auch nicht in dem Maße auf, sondern die Verschuldung wird durch das zusätzliche Wachstum, weil wir ja Schuldenquoten anschauen, kontinuierlich reduziert. Da kann man lange darüber reden, was ich gleich nochmal machen werde, was wir da erwarten dürfen. Ob wir eher mit höheren Zinsen, mit relativ höheren Zinsen im Vergleich zur Wachstumsrate rechnen müssen oder umgekehrt, eher mit relativ höheren Wachstumsraten. Was man schließlich auch sagen muss, explizite und implizite Verschuldung sind zwei Paar Schuhe. Was bei der expliziten Verschuldung ansteht, wenn man da runterkommen will von der expliziten Verschuldung, ist in der Regel ein Konsolidierungsprozess. Oder aber man muss einen Schuldenschnitt durchführen, also quasi den Vertrag, den man da geschlossen hat, brechen, beziehungsweise den anderen Vertragspartner überzeugen, dass er bereit ist, andere Vertragskonditionen zu akzeptieren. Aber das ist ein expliziter Vertrag und es ist schwierig, diesen Vertrag abzuändern. Das sieht man beispielsweise im Falle Griechenlands, den wir ja letztes Jahr eine Umschuldung gehabt haben. Bei der impliziten Verschuldung ist das anders. Zwar gibt es gerade in Deutschland einen verfassungsrechtlichen Schutz der Ansprüche der Rentner und Pensionäre, aber dieser Schutz ist nicht so weit getrieben wie der Vertragsschutz, den man als expliziter Vertragspartner des Staates hat, wenn man eine Staatsanleihe bezeichnet hat. Das heißt, es ist leichter, den Generationenvertrag, der immer noch existiert in Deutschland, abzuändern durch Reformen, damit nach und nach in eine Konsolidierung der Sozialversicherung hineinzugehen, als es ist, einen expliziten Vertrag mit dem Gläubiger abzuändern. Deswegen muss man die beiden schon unterscheiden und ich fahre nachher auch fort, indem ich die implizite Verschuldung nicht weiter betrachte, sondern mich nur noch auf die explizite Verschuldung stütze, weil uns das in Europa eigentlich mehr umtreibt. Wenn man von Insolvenzrisiken des Staates redet, dann reden wir von der expliziten Verschuldung, nicht von der impliziten. Das ist wichtig bei der Grafik. So, jetzt haben Sie den Gesamtstaat gesehen, auch in der Untergliederung der drei Ebenen, die Sozialversicherungen mit diesem intertemporalen Generationenproblem, das da auftritt. Und nun gehe ich zunächst auf die Länder und dann auf die Kommunen ein, bevor wir diesen deskriptiven Teil abschließen. In der Länderebene habe ich Ihnen gesagt, gibt es eine große Variation. Und zwar einmal haben Sie die Stadtstaaten mit einer relativ hohen Schuldenquote. Die Flächenländer sehen da ganz anders aus, aber bei den Flächenländern gibt es nun mal finanzstarke und finanzschwache Länder. Zu den finanzschwachen Ländern gehören im Westen der Republik beispielsweise das Saarland, Rheinland-Pfalz. Das
gehört auch dazu, Schleswig-Holstein ist hier und es gehört dazu Niedersachsen. Die östlichen Bundesländer können Sie ebenfalls erkennen, die haben auch ganz unterschiedliche Verschuldungsquoten. So, im mittleren Bereich liegt Nordrhein-Westfalen, das ist knapp im Finanzausgleich, finanzschwach und erhält von den anderen Geld, aber es ist nur knapp in diesem Bereich. Dazu gehört dann, wenn man die Stadtstaaten anschaut, auch Hamburg, das auch knapp im Finanzausgleich ein paar Mittel bekommt, aber relativ nah am Break-Even ist, um wieder Zahlerland zu werden. Wenn Sie jetzt nur die Verschuldungen betrachten, gehören allerdings neben den Saarland und Rheinland-Pfalz, gehört auch Nordrhein-Westfalen zu den Ländern mit einer relativ hohen Verschuldung. Wenn wir das anschauen, haben wir hier die Kommunen dazu gerechnet. Wir drücken das aus im Prozent des Bruttoinlandsproduktes, aber eines kalkulatorischen Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, wir haben jetzt die Abgrenzungsproblematik an den Ländergrenzen hier ernst genommen. Wenn Sie das betrachten, muss man sagen, die Dynamik in Bremen ist nach wie vor beunruhigend. Man ist in Bremen bei einer Schuldenquote von 90% dieses kalkulatorischen Bruttoinlandsproduktes. Es gibt manche, die spöttisch sagen, Little Greece. Die Stadtstaaten haben aber insgesamt nicht gerade besonders und eben auch Nordrhein-Westfalen. Während man sagen muss, also Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen, das sind die drei Länder, denen es nach den Schuldenquoten relativ gut geht. Hessen ist irgendwo so am Rande dieser drei. Wenn man es ein bisschen länger flüssiger betrachtet, steht Hessen aber auch ein bisschen besser da. Darauf werde ich gleich nochmal eingehen. Für die kommunale Verschuldung muss man sagen, dass es sich ebenfalls im Zeitablauf erhöht hat und dass die Länder, die eben auch schon auf der Länderebene Probleme haben, häufig genug auch auf der kommunalen Ebene Probleme haben. Hier stellt sich noch ein Sonderproblem bei den Kommunen, denn die Kommunen sind einmal für Investitionen verschuldet, für Straßenbau beispielsweise, für die Widerstandsetzung der Kanalisation werden Schulden aufgenommen und das sind Investitionen, die da getätigt werden. Die haben wir also suggestiv hier in den gedeckten Braun-, Ocker- und Brauntönen gezeigt, diese Verschuldung für Investitionen. In den kälteren Blautönen sehen Sie die Verschuldung, die die Kommunen eingehen, hochaggregiert auf die Länderebene, als Kassenkredite. Das sind Kassen- oder Kassenverstärkungskredite, die gedacht sind, eine Überbrückungsfinanzierung zu machen. Also meistens dauert es, bis die Unternehmen die Gewerbesteuer zahlen und so lange soll die Kommune auch die Möglichkeit haben, sich über Brücke zu finanzieren. Wenn man großzügig ist, kann man vielleicht noch Kassenkredite mit einer Laufzeit von 2 Jahren akzeptieren. Aber nicht Laufzeit bis 10 Jahre. Und ein guter Teil der Verschuldung mit Kassenkrediten, die in diesen 4 Ländern so deutlich nach oben gegangen ist, ist langfristig, ist über 2 Jahre hinaus, mittel- und langfristig, also bis in den 10-jährigen Bereich. Da muss man sich fragen, was die Aufsichten in diesen Ländern, die Kommunen beaufsichtigen, tatsächlich gemacht haben. Und es ist erstaunlicherweise nicht nur so, dass die finanzschwachen Länder wie Saarland und Rheinland-Pfalz Kommunen haben mit einer solch prekären Finanzlage, sondern eben auch, dass im mittleren Bereich der Finanzkraft anzusiedelnde Nordrhein-Westfalen und das reiche Hessen. Erstaunlicherweise ist also die Finanzkraft kein guter Erklärungsfaktor für das Ausmaß an Kassenkrediten. Ein paar Bemerkungen habe ich schon gesagt, wo das jetzt in den letzten paar Jahren mehr kommt. Wenn man es über den Gesamtstaat betrachtet, haben wir die Einsparungen vor allen Dingen aufgrund günstiger Situationen, die nicht sofort dauern müssen oder Ausnahmesituationen. Die Mehrausgaben sind in den Bereichen, die strukturell sind, die also dauerhaft mit diesen Mehrausgaben zu kämpfen haben, immer wieder damit zu kämpfen haben, insbesondere im Bereich Gesundheit und Pflege. In diesem großen Block Bereitstellung staatlicher Leistungen, in dem man einen Aufwuchs des Staatskonsums sieht, verstecken sich natürlich gewollte Mehrausgaben im Bereich Forschung, Technologie, Bildung. Das ist eine Schwerpunktsetzung der Bundesregierung, auch vieler Landesregierungen. Aber es versteckt sich dahinter auch der große Block des Personals. Und man ist erstaunt, wie es vor dem Hintergrund der Konsolidierungserfordernisse sowohl auf Länderebene als auch beim Bund in den ganzen Jahren immer wieder gelungen ist, in verschiedenen Bereichen Personal aufzubauen. Der Bund hat in den letzten 5 Jahren reduziert, aber zuvor auch Aufwüchse der Beschäftigten gehabt. Die Länder haben relativ kontinuierlich Personal aufgebaut.
Wir sind ja hier in der Bildungsinstitution, gehören aber bei dem Bildungsbereich kurz etwas besprechen müssen. Da hören wir alle teilen, dass mehr Geld in die Bildung soll. Bei Rückgängen der Schülerzahl in Baden-Württemberg um 18%, im Saarland um 22%, also im gesamten Westen gehen die Schülerzahlen um 15 bis 20% zurück. Und das vor dem Hintergrund, dass wir die letzten 20 Jahre in den Gymnasien und Mittelschulen schon das Personal, nämlich das Lehrpersonal, weiter aufgebaut haben. Gerade hier in Baden-Württemberg. Man hat die letzten 5 Jahre in den Grundschulen Lehrpersonal eingespart, aber nicht in den Gymnasien. Und vor dem Hintergrund muss man sich fragen, was diese Diskussion für einen seltsamen Dreh genommen hat. Okay. Damit komme ich zur Europaproblematik, bevor ich die analytischen Teile anschaue. Sie wissen jetzt, ich habe Deutschland nicht nur mal reingenommen in die Grafiken. Wir sind in Deutschland im Zeitablauf mit einer dynamischen Verschuldungsentwicklung gesegnet, liegen jetzt bei rund 80% Schuldenquote. Hier sehen Sie die Problemländer im Euroraum plus Frankreich. Problemländer, das sind die, die entweder schon im Programmland sind, Griechenland, Portugal, Irland, Zypern sind Programmländer. Zypern nehme ich im Moment nicht auf, weil die Zahlen unsicher sind und man sie nicht aufnehmen kann aus diesen Gründen. Italien und Spanien sind mit drin, weil sie in den Fokus der Finanzmärkte geraten sind. Spanien relativ stark, Frankreich allerdings noch nicht. Frankreich ist nicht im Fokus der Finanzmärkte, trotz verschiedener Downgrades, die es für den Finanzmarkt gab. Gleichwohl hat Frankreich eine relativ ungünstige Entwicklung der Schuldenquote genommen und liegt jetzt bei über 90% des Bruttoinlandsprodukts. Also auch von der Dynamik her schlechter als Deutschland, was die Verschuldung angeht. Wenn man sich das Jahr 2012 anschaut, das sind die letzten Ist-Zahlen, die hier drin sind, für 13, 14 sind die prognostizierten Zahlen des Internationalen Währungsfonds. Das muss also in Griechenland nicht so gut aussehen, weil 180% der Währungsfonds hat sich ja früher schon mal gehört. Wenn Sie die letzten Ist-Zahlen nehmen, dann muss man klar sagen, aus welchen Gründen auch immer diese Staaten eine hohe Verschuldung bekommen haben. Vor dem Hintergrund dieser Höhe der Schuldenquoten führt an der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte in diesen Ländern kein Weg vorbei. Es gibt ja viele, die sagen, man sollte die Konsolidierungspolitik abbrechen in den Ländern, weil es negative konjunkturelle Auswirkungen hat. Meines Erachtens wird das die konjunkturelle Lage in den europäischen Staaten nicht verändern. Die Situation dort ist ganz anderen Problemen geschuldet als der Tatsache, dass der Staat nun an bestimmten Enden der Wirtschaft auch einspart. Also fiskalische Impulse kann ein Staat mit so hohen Schuldenquoten wie Griechenland, Italien oder auch Frankreich nicht wirklich setzen. Das wird für die Privaten, die dann das Wirtschaftswachstum eigentlich anstoßen müssen, keinen glaubwürdigen Impuls mehr setzen können. Also es muss konsolidiert werden. In Griechenland, in Italien ist die Entwicklung so, dass man dauerhaft eine zu hohe Verschuldung hat. Über viele Jahre, das ist jetzt hier nur ab 92 gezeigt, aber im Grunde das sieht man in diesen beiden Staaten kontinuierlich eine zu hohe Staatsverschuldung. Das sieht in Spanien und Irland deutlich anders aus. Beide Staaten haben die Zeit, die sie im Euro verbracht haben, bis zum Vorabend der Finanzkrise genutzt und haben ihre Schuldenquoten zurückgeführt, sogar dramatisch im Falle Irlands auf gerade mal rund 25% des Bruttoinlandsproduktes. Dann haben beide Staaten die Privatverschuldung aus ihrem Bankensystem übernommen, auf die Staatsbilanz genommen und entsprechend stark steigen die Schuldenquoten dann an. In Irland besonders kräftig, viel deutlicher noch als in Frankreich. Also Ursachen für den Anstieg der Verschuldung in diesem Länderpaar im Vergleich zu dem Länderpaar Irland, Spanien sind andere Ursachen, aber letztlich bleibt kein Weg dran vorbei, dass im öffentlichen Haushalt konsolidiert werden muss. Wir hören in der europäischen Diskussion auch bezogen auf die öffentlichen Finanzen immer, diese Staaten machen nichts. Das ist ein Vorwurf, den man oft genug hört und gerade in Deutschland. Ich hatte gestern Abend noch mal einen Vortrag und da war ganz klar, dass diese Zahlen, die ich da präsentiert habe, die wollte gar keiner mehr sehen. Da haben alle gesagt, nein, also wir wissen ganz genau, die Auflagen werden in Griechenland und Portugal, Irland nicht eingehalten. Egal, was Sie uns erzählen, Herr Feld, die Zahlen stimmen nicht, die sind alle getrickst und gelogen. Die Glaubwürdigkeit der Politik in Europa, insbesondere der europäischen Partner in
in der deutschen Wahrnehmung ist ganz gering. Man glaubt nichts mehr. Weder, dass die Regeln eingehalten werden, noch, dass die Zahlen stimmen. Also wenn Sie sich die Zahlen, so wie sie mittlerweile existieren, und gerade in Griechenland baut, hat man ja eine Statistikbehörde sozusagen neben der alten griechischen offiziellen Statistikbehörde aufgebaut, mit Beamten aus den Mitgliedsländern der Europäischen Union. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, muss man klar sagen, in all diesen Problemstaaten, außer Frankreich, das ich ja nicht als Problemland zählen darf, gibt es relativ viel Bewegung, was die öffentlichen Finanzen angeht. Diese Staaten konsolidieren. Und sie konsolidieren stärker als die drei hochverschuldeten Länder in den drei großen anderen Währungsräumen außerhalb des Euro. Also stärker als Japan, die USA oder das Vereinigte Königreich. Hier ist die Veränderung im tatsächlichen Defizit von 2009 auf 2012 angegeben. Dann hat man in Griechenland mit 8 Prozentpunkten einen deutlichen Rückgang. Bereinigt man diese diese Differenzen noch konjunkturell, sind die Reduktionen noch stärker. Also man muss schon ziemlich klar sagen, es gibt einen kräftigen Rückgang der Defizite in diesen Ländern. Die Defizitquoten und die Schuldenquoten sind davon auch deswegen weniger stark berührt, weil der Nenner der Quote, nämlich das Bruttoinlandsprodukt, negativ ist, also negative Wachstumsraten hat und zurückgeht. Und deswegen haben wir im Hinblick auf die Schuldenquoten auch gewisse Probleme. Aber konsolidiert wird. Das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass unsere 5 Problemländer im Euroraum höhere Niveaus haben als diese anderen 3 Staaten außerhalb des Euroraums. Von höherem Niveau lässt sich ja immer mehr erreichen als von niedrigem Niveau. Das ist nicht der Fall. Also hier im Falle Irland sieht man noch eine gewisse Abweichung im Vergleich zum Vereinigten Königreich, aber die anderen 4 Problemstaaten haben eine ganz andere Situation. Hier sind 3 Zahlen aufgezeigt. Das tatsächliche Defizit in Braun, strukturell, das kennen Sie jetzt schon, das ist die konjunkturbereinigte Zahl und das sind die konjunkturbereinigten Ziffern. Und der Primärsaldo, da sind von den Einnahmen und Ausgaben des Staates die Zinszahlungen abgesetzt, insbesondere die Zinsausgaben. Dann sieht man hier, was Italien treibt. Italien kehrt auch im Jahr 2012 einen Primärüberschuss ein in Höhe von 3,4% des Bruttoinlandsproduktes. Das ist doppelt so hoch wie in Deutschland, wir haben 1,7%. Und die Italiener ziehen diese Primärüberschüsse jetzt schon mehrere Jahre durch. Also sie haben in den Finanzkrisenjahren 9 und 10 einen negativen Primärsaldo, ein Primärdefizit, aber in den Jahren davor und jetzt auch wieder in den Jahren danach ein Primärüberschuss. In Italien wird relativ stark konsolidiert. Das ist die Situation, was die öffentliche Verschuldung in Europa anbetrifft. Ich habe mehrfach gesagt, es muss konsolidiert werden. Ich habe ein bisschen angedeutet, was man als ersten Anhaltspunkt dafür nehmen kann, ob konsolidiert werden muss oder nicht. Dahinter steckt natürlich eine etwas komplexere Modellbetrachtung als nur der Vergleich dieser beiden Ziffern. Aber sie helfen schon ein gutes Stück weiter. Das, was ich in 3 Grafiken jetzt zeigen möchte, das ist ein Vergleich der nominalen Zinsen für langfristige Staatsanleihen. Wir haben die 10-jährigen zumeist genommen. Die sind in Rot dargestellt und der Durchschnitt über die betrachtete Periode dann gestrichelt. In Blau haben wir das Wachstum, die Wachstumsraten des nominalen Bruttoinlandsproduktes abgebildet im Zeitablauf. Das ist hier nun von 1974 bis 2010 abgebildet, weil das auch die Grundlage für eine formalere Datenanalyse ist, die wir durchgeführt haben. Dann sieht man deutlich, es gibt einzelne Jahre, in denen die Wachstumsrate über den Zins liegt. Aber das sind Ausnahmejahre, sozusagen häufig die Wendepunkte im konjunkturellen Verlauf, solche Situationen. Oder wenn wir jetzt die Finanzkrise anschauen, da haben wir 10, 11, 12, das ist jedes Mal in den 3 Jahren so, dass der Zins niedriger ist als das Wachstum. Aber wir steuern im Jahr 2013 schon wieder darauf zu, dass das Wachstum noch niedriger ist als der schon markierte Zins. In einer solchen Situation tendiert der Zähler der Schuldenquote, nämlich die Verschuldung, der Bruttoschuldenstand aufgrund der Zinsausgaben, die zu tätigen sind bei relativ hohen Zinsen, dazu stärker zu steigen als der Nenner. Das führt dazu, dass dann, wenn man nicht konsolidiert, also keine Primärüberschüsse bildet, dass dann die Schuldenstandsquote zu explodieren droht, so wie Sie es eben im griechischen Fall gesehen haben, ab der Finanzkrise.
Diese Situation ist eingetreten, seitdem es Müllpreis schon. Wir haben seitdem natürlich auch eine Wachstumsverlangsamung in Deutschland. Jetzt kann man das beklagen. Diese Wachstumsverlangsamung, man kann darauf auch ein Untergangsszenario aufbauen, wie wir von vielen Wachstumskritikern hören, zu denen gehöre ich nicht. Aber man muss schon auch sagen, es ist eine Situation, mit der wir in Zukunft rechnen müssen. Das, was Sie zuvor hatten in den Wirtschaftswunderjahren, die 50er und 60er sind hier abgebildet, bis Anfang der 70er, das war eine Situation, in der das umgedreht war. Da hatten wir eine höhere Wachstumsrate, als der Zins für langfristige Staatsanleihen in Deutschland getragen hat. Da hat sich sozusagen die Verschuldung, die dann existiert, für Infrastrukturinvestitionen getätigt wurde, so gut wie von selbst finanziert. Diese Wirtschaftswunderjahre ist meine Argumentation, das ist die Ausnahmephase, in der Deutschland in den letzten 150 Jahren gewesen ist. Denn wenn Sie nun zurückgehen ins 19. Jahrhundert, die Kriegsjahre müssen wir ja ausnehmen und die Zwischenkriegszeit lohnt sich aufgrund der Kürze nicht anzuschauen, dann hatten wir auch im 19. Jahrhundert bis zum Vorabend des Ersten Weltkriegs höhere Zinssätze als Wachstumsrate. Das ist natürlich deutlich volatiler, ist ja auch eine viel dynamischere Wirtschaft nach der industriellen Revolution, auch in Deutschland. Und das macht sich ja auch im Goldstandard bei den Zinsen mit einer gewissen Volatilität bemerkbar, obwohl die hier, so wie wir das geklettet haben, nicht so stark zum Tragen kommt. Also wir haben die hier geklettet, diese rote Linie, aus einem ganz bestimmten Grund, dass das nicht so gravierend aussieht. Ja. Gewesen ist, mit großen Innovationen haben wir eigentlich diese Situation. Man kann darüber streiten, was wir theoretisch erwarten müssen. Es gibt eine Reihe von Argumenten, mit denen man davon ausgehen kann, dass es eigentlich zu erwarten ist, dass das Wachstum hinter den Zinssätzen zurückbleibt. Aber es gibt auch Positionen, gerade in der aktuellen Debatte, die sehr stark von Karl-Christian von Weizsäcker eingenommen, der das Gegenteil behauptet. Der also ganz klar sagt, wir sind in einer Situation, das lässt sich auch theoretisch relativ gut ableiten, in der wir aufgrund der demografischen Entwicklung eher den Gegenteil zu rechnen haben, nämlich dass das Wachstum größer ist als der Zins. Das lässt sich eigentlich, wenn so unterschiedliche Argumente einander gegenüberstehen, nur empirisch klären. Und ich bin im Moment eher abgeneigt zu glauben, dass wir aufgrund der Demografie dauerhaft mit niedrigen Zinsen zu rechnen hätten. Solche Situationen sind uns die letzten 40 Jahre immer wieder versprochen worden und im nächsten Schritt war die Verschuldung nur noch mal höher. Also meines Erachtens sollte man konsolidieren. Wir haben retrospektiv genauer angeschaut, was das bedeutet, ob die Staatsverschuldung in Deutschland tragfähig gewesen ist. Deutschland ist der interessanteste Fall, weil er gerade so ein Benchmark dran ist oder an einer Grenze dran ist. Wir haben es mit einem ökonometrischen Ansatz gemacht, anstelle der Simulationen, die Sie bisher so für die Generationenfinanzierung gesehen haben. Da muss man ganz klar sagen, wenn man durch diese Tests durchgeht, die wir hier durchgeführt haben, also einmal Stationaritätstests, dann haben wir auf Kohlenhydration getestet und noch versucht, die kurzfristigen Abweichungen zu ermitteln, dann finden wir für die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zwar keine vollständig robusten Ergebnisse für Tragfähigkeit, für nachhaltige öffentliche Finanzen, aber es spricht schon in der Mehrzahl der Testergebnisse einiges dafür. Also vor dem Ersten Weltkrieg ist man tragfähig geblieben in den öffentlichen Finanzen. Seit dem Zweiten Weltkrieg sind wir das nicht mehr. Es ist, wenn Sie die ganze Testbatterie durchgehen, muss man ganz klar sagen, wir haben keine tragfähigen öffentlichen Finanzen in Deutschland. Die Vergangenheit seit 1950 spricht dafür, dass konsolidiert werden muss. Wir müssen also die Schuldenquoten zurückführen. Das sieht auch sehr deutlich, dass die Beziehung von Zinssätzen und Inflation zur Verschuldung geht, also höhere Zins- und höhere Inflationsraten, die höhere Verschuldung befeuern, nicht umgekehrt. Das lässt sich dann auch grafisch nochmal darstellen, das erspare ich Ihnen im Detail, wie wir das in diesen Funktionen dargestellt haben. Man hat in Deutschland darauf reagiert, auf diese Situation mit der Schuldenbremse. Wir haben ja eben die Entwicklung seit den 70er Jahren gesehen. Diese Entwicklung geht einher mit einer Verfassungsänderung, die 1969 stattgefunden hat. 1969 hat man im Grundgesetz die alten Verschuldungsbegrenzungen, die existiert haben, aufgeweicht. In der alten Verschuldungsbegrenzung hat man hochgesprochen, sich verschulden können für Investitionen. Das hieß damals werdende Ausgaben im alten Text.
der Uralfassung des Artikel 115 Grundgesetz. Damit war so etwas wie Investitionen gemeint. Ab 1969 konnte man auch über die Investitionen hinausgehen, also höhere Verschuldungen eingehen, wenn eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts vorlag. Und das Erstaunliche an diesem Satz ist, es reichte dem Finanzminister, sowohl des Bundes als auch der Länder aus, sich sozusagen auf eine Bananenkiste zu stellen und auszurufen, wir haben eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts. Und da war es auch gut und er konnte sich höher verschulden. Man musste das politisch beantworten, in dem Moment aber nur. Er musste es nicht beweisen, weder von den Zahlen her, er musste nicht belegen, dass das, was er dann tut, an höherer Verschuldung, auch dazu geeignet ist, diese Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts abzuwenden. Und er musste hinterher auch nicht dafür sorgen, dass dann durch Überschüsse, wenn die Konjunktur wieder besser läuft, die Finanzen ins Reine gebracht werden. All das musste er nicht. Das hat man mit der Schuldenbremse geändert. Mit der Schuldenbremse ist es zukünftig ab 2016 für den Bund nicht mehr möglich, sich höher zu verschulden als 0,35% des Bruttoinlandsprodukts. Das ist eine strukturelle Verschuldung, das heißt, es wird konjunkturbereinigt. Natürlich kann man in dieses Modell zur Konjunkturbereinigung einiges reinstecken, wenn man es nicht weichrechnen will, aber man kann auch nicht alles damit machen. Und es ist wenigstens für eine informierte Öffentlichkeit, also für eine Fachöffentlichkeit wie uns, überprüfbar. Wir können diese Modelle der EU-Kommission, der hintersteckenden dieser Konjunkturbereinigung, runterladen und verwenden. Das ist ein komplexes Modell, aber es geht. Die Verschuldungs-, die Fehler in der Haushaltsplanung, die zu einer höheren Verschuldung führen, hängen den Finanzministern nach. Das heißt, wir schaffen es, die Vergangenheit und die übermäßige Verschuldung aus der Vergangenheit über dieses Kontrollkonto in die Zukunft zu übersetzen und damit dem Finanzminister zu sagen, er muss, wenn das übermäßig wird, entsprechende Sanktionen herbeiführen. Es gibt Ausnahmen, wir haben die Sondervermögen, wir haben die Möglichkeit abgeschafft, neue Sondervermögen zu schaffen. Für den Bund ist das Ganze wirksam ab 2016, aber er tut schon etwas seit 2011, um im Übergang die Schuldenbremse einzuhalten. Das sieht so aus, das ist 2016, dann darf die Verschuldung nach den gegenwärtigen Rechnungen noch etwa 10 Milliarden Euro betragen. Das ist die Ausgangsgröße für diesen Abbauplan. Da hat sich der Bundesfinanzminister im Jahr 2010 ganz schön arm gerechnet in der mittelfristigen Finanzplanung. Denn wenn alles besser läuft, muss er in 11, 12 weniger tun, weil sich das sozusagen von alleine löst. Das ist eben eine Sprungschanzenentwicklung. Das heißt also, wenn Sie von da oben starten und es ist eigentlich besser, dann werden Sie im Jahr 2011, auch gerade so wie die Konjunktur gelaufen ist, mit Sicherheit deutlich besser landen und haben es deswegen nicht so schwer, diese Zielgröße einzuhalten. Das hat die Bundesbank heftig kritisiert, aber auch wenn man die Ist-Zahlen unterstellt, muss man sagen, der Bundesfinanzminister befindet sich im Moment auf dieser Linie deutlich unter dem, was er sich erlauben darf an Verschuldung. Der Bund hält also bisher die Schuldenbremse ein. Ich habe eben kurz gesehen, an was das liegt. Das sind vor allen Dingen Sondereffekte. Wenig echte Konsolidierung, gerade noch im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit, aber ansonsten kaum. Es gibt sogar mehr Ausgaben. Denken Sie ans Betreuungsgeld, das dieses Jahr kommt. Die Länder haben eine ähnliche Regelung, wobei im Grundgesetz drinsteht, dass sie an 2020 eine strukturelle Null haben müssen. Sie haben auch Spielräume im Haushaltsvollzug und sollten sich möglichst ein Kontrollkonto einführen, aber für die Länder gibt es keinen festgelegten Übergangsverfahren. Mit einer Ausnahme, 5 Konsolidierungsländer erhalten Konsolidierungshilfen und müssen, so wie wir das im Griechenland-Fall auch machen, dafür im Gegenzug unterschreiben, dass sie eine bestimmte Konsolidierungspolitik durchführen. Das heißt, dass wir haben das gleiche Prinzip zwischen Bund und Ländern, wie wir es zwischen Deutschland und Griechenland haben, beziehungsweise zwischen der Troika und Griechenland haben. Diese Konsolidierungshilfeländer, die haben einen Abbaupfad sich vorgegeben und halten bisher diesen Abbaupfad ebenfalls ein. Und dann gibt es über den sogenannten Stabilitätsrat auch die Möglichkeit, etwas mehr Kontrolle durchzuführen, als man das früher mit dem Finanzplanungsrat konnte. Ich sage etwas mehr, das ist nicht viel, das ist nur ein bisschen, aber immerhin. Da lässt sich viel daran kritisieren, es gibt ganz viele Schlupflöcher in der Abgrenzung des öffentlichen Sektors. Man kann also eine Regel einführen, sie wird nie hundertprozentig wasserdicht sein. Aber die Regel, die wir jetzt haben, ist besser als die alte, die
insbesondere im Hinblick auf die konjunkturelle Entwicklung. Vorher war es halt viel zu leicht möglich, aufgrund einer schlechten Konjunktur zu sagen, ich verschulde mich. Das geht heute nicht mehr so einfach. Man hat einen größeren Begründungszwang. Es sind eine Reihe von Problemen dabei. Beispielsweise kann der Bundesagentur für Arbeit ein Darlehen geben, das wirkt sich nicht schuldenbremsen wirksam aus. Also, weil es eine finanzielle Transaktion ist, wird das nicht als Verschuldung des Bundes gerechnet, sondern nur der Sozialversicherung. Das Schlimmste, was wir eigentlich an Problematik haben, ist die Problematik bei den Ländern. Denn die Länder müssen jetzt 2020 einhalten. Im Jahr 2019 läuft der geltende Finanzausgleich aus. Damit haben die armen Länder einen Anreiz, sich mit einer strategisch hohen Verschuldung zu positionieren, um mehr Geld von den finanzstarken Ländern zu bekommen. Das ist von der Anreizstruktur her sehr ungünstig. Ich werde gleich auf ein paar von den Ländern noch eingehen, damit Sie sehen, was da die problematischsten sind. Der Fiskalpakt bringt wenige Änderungen. Eigentlich nur, dass die Sozialversicherungen in Deutschland den Bund zugerechnet werden müssen und die Kommunen den Ländern. Und dass man auch Konsolidierungspfade bis 2019 festlegt. Am Stabilitätsrat wird noch ein bisschen mehr unabhängiger Sachverstand eingeführt. Jetzt muss man sagen, Deutschland hat diesen Fiskalpakt nicht umgesetzt bislang. Weil wir das typische Spiel haben, das ich eben kurz angedeutet habe, die Länder wollen mehr Geld vom Bund. Sie sind nur bereit zuzustimmen, wenn sie auch mehr Geld vom Bund kriegen. Wir haben das, was ich für den Gesamtstaat an formaler ökonomischer Analyse gemacht habe, zur Tragfähigkeit der Länder, zur Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen auch für die Länder durchgeführt. Und hier können wir sagen, dass wir bei den meisten Ländern mit einer alternativen Methode auch für die Gesamtheit der Länder keine tragfähigen öffentlichen Finanzen feststellen können. Es sind drei Länder, wenn wir es individuell betrachten, die eine Ausnahme darstellen, nämlich Bayern, Hessen und Sachsen. Baden-Württemberg und Hamburg knapp nicht, aber nur knapp nicht. Also sind noch relativ nah dran. Die anderen zehn sind problematisch. Und ich muss auch sagen, diejenigen von Ihnen, die das was sagt, die Verschuldung in Berlin ist so dynamisch, dass sie besonders beunruhigend ist. Also formal gesprochen, deshalb leider ist es diesen zwei. Sehr beunruhigend ist an Nordrhein-Westfalen, weil da bisher wenig Anstalten gemacht werden, die Schulden zurückzuführen. Wenn Sie nun den nächsten Schritt simulieren, also jetzt nicht Krankheiten simulieren, sondern ausrechnen, was die Konsolidierungserfordernisse der Länder sind. Dann gehen wir nun quasi von dieser retrospektiven Tragfähigkeitsanalyse nochmal ins Prognostische hinein. Haben dann prospektiven Betrachtung sozusagen. Da machen wir nun Folgendes. Wir wollen wissen, was müssen die Länder tun, um 2020 die Schuldenbremse einzuhalten. Also ausgehend von ihren Defiziten in dem aktuellen Jahr, das ist hier das Jahr 2011. Das haben wir genommen. Wir haben ja das Jahr 2011 genommen, weil die Kommunaldaten verlässlich sind. Das heißt, wir rechnen die Kommunen wieder den Ländern zu. Und dann rechnen wir kumuliert, also über den gesamten Zeitraum von 2012 bis 2020, wie hoch die Einsparungen sind, die die Länder durchführen müssen, um die Schuldenbremse einzuhalten, und zwar in Prozent der Primärausgaben. Wir haben die Ausgaben und nicht die Einnahmen genommen, weil die Länder an den Einnahmen wenig bewegen können. Das geht nur konzertiert auf Bundesebene, aber nicht für jedes individuelle Land für sich genommen. Deswegen die Ausgaben, weil die flexibler sind für die Länder und für die Kommunen. Und Primärausgaben, weil wir nicht davon ausgehen, dass die Länder ihre Zinsausgaben nicht bedienen wollen, also ihre Verpflichtungen, die sie da eingegangen sind, denn die wollen noch weiter Geld haben. Das haben wir dann die Primärausgaben im Durchschnitt der Jahre 7 bis 10 genommen. Das sind also auch die besonders schlechten Jahre drin. Es ist aber auch ein besonders gutes Jahr wie 7 drin und ein mittleres Jahr wie 10. So, dann rechnen wir das aus. Also kumuliert für diese 8 Jahre wird es ausgerechnet. Dann sehen Sie die gute Botschaft. Jetzt haben wir die Farben gewechselt. Die kalte Farbe ist jetzt mal ausnahmsweise eine gute Botschaft. Nämlich in Blau. Bayern dürfte seine Primärausgaben im gesamten Zeitraum sogar erhöhen, müsste also nicht einsparen, dürfte um 5% erhöhen, um die Schuldenbremse einzuhalten. Die Bayern übererfüllen ihr Soll sozusagen. Man kann auch sagen, sie sind besonders vorsichtig. Dann haben sie als nächstes Baden-Württemberg, als zweitbestes Land, mit 0,4%.
Da muss ich was zu sagen. Wenn ich das auf Landesebene vorgetragen habe, in Stuttgart ist immer gesagt worden, von allen politisch Verantwortlichen, wieso haben wir so günstige Zahlen für uns? Wir errechnen im Grunde das Zehnfache für den Landeshaushalt. Das Zehnfache für den Landeshaushalt, 4%, ist für den Landeshaushalt nach unseren Rechnungen richtig gerechnet. Aber wir rechnen hier doch Länder und Kommunen zusammen. Und wenn Sie das eben bei einer der Grafiken in Erinnerung haben, die baden-württembergischen Kommunen stehen so gut da wie keine anderen Kommunen in ganz Deutschland. Das ist leider für den Länderfinanzminister asymmetrisch. In einem Land wie dem Saarland, mit Kommunen, denen es dreckig geht, ist es so, dass diese schwierige Finanzlage der Kommunen dem Länderfinanzminister auf die Füße fällt. Er muss dann irgendwann eine Entschuldung machen, und irgendwelche Entschuldungsfonds sind da im Moment in Planung. Wenn es umgekehrt ist, wenn es den Kommunen gut geht, hat der Länderfinanzminister kaum Chancen, sich an dieser guten Finanzlage zu beteiligen. Denn er müsste ja den kommunalen Finanzausgleich neu aushandeln. Das wollen die Kommunen natürlich nicht von dem Hintergrund. Er kann aufgrund des sogenannten Konnexitätsprinzips nicht einfach Aufgaben nach unten verlagern. Das hat man mittlerweile auch verhindert. Ich sage ja, die Kommunen sind eine wirkmächtige Interessensgruppe. Mit anderen Worten, in Baden-Württemberg muss das Land deutlich mehr konsolidieren, als diese Zahlen suggerieren. Aber es ist immer noch zu bewältigen und es ist keine prekäre Finanzlage. Das gilt auch für Hamburg, obwohl diese Zahlen unter dem Dach des Schwert der Elbphilharmonie stehen. Und das gilt auch für Sachsen. Sachsen war eben das Land, das von den Schuldenquoten am besten da stand, besser noch als Bayern. Aber man muss sagen, in Sachsen laufen die Mittel aus dem Finanzausgleich im Grunde ganz solide. Stehen die roten? Also ich meine die roten Flächen. Ja, das hat keinen Parteipunkt, das ganz klar sagen. Im Saarland ist es die CDU gewesen, die nochmal in die Folge gegangen ist. In Bremen ist es die SPD. Sie finden immer wieder Gründe, um sie zu verschulden, die gerade der SPD angehören. Diese Bundesländer müssen bis zu 20% ihrer Primärausgaben einbringen. Fast ein Fünftel. Und wenn man sich überlegt, wo kann das sein? Das ist die nächste Abbildung. Dann gibt es eine breite Diskussion in der Literatur, soll das auf der Ausgaben- oder Einnahmenseite sein? Ich argumentiere stark für die Ausgabenseite, halte nichts von Steuererhöhungen. Wir haben eine günstige Einnahmensituation. Steuererhöhungen würden die Wachstumssituation, in der wir sind, verschlechtern, würden Investitionszurückhaltung herbeiführen. Tun sie im Moment auch schon. Also die Ankündigung, dass Steuererhöhungen bei einem Wechsel zur Opposition kommen würden, dass sie bei der großen Koalition noch nicht ausgeschlossen sind, diese Ankündigung hat schon zu einer gewissen Investitionszurückhaltung bei den Unternehmen geführt. Wenn sie von der Ausgabenseite zu kommen hat, diese Konsolidierung, dann heißt das für die Länder allerdings, dass man sehr stark im Bereich Personal und auch im Bildungsbereich einsparen muss. Das ist nun vor dem Hintergrund dessen, was ich bei den Schülerzahlen angemerkt habe, wenn in Baden-Württemberg die Schülerzahlen um 18% nach unten gehen, kein Teufelszeug, aber man kann auch nicht hingehen, wie Frau Kraft in Nordrhein-Westfalen, die 15% Rückgang der Schülerzahlen in den nächsten paar Jahren hat und auch noch die Bildungsausgaben ausweiten wollen, damit es den Lehrern noch besser geht. Das ist etwas, was man eigentlich nicht befürworten kann. Das heißt natürlich auch, das Personal auf der kommunalen Ebene, das ist der Punkt, an dem vor allen Dingen einzusetzen ist. Ich muss das auch hinzufügen. Personal ist das eine, aber die Wirtschaftsförderung ist das andere. Große Infrastrukturmaßnahmen, wenn man sich genau überlegen müssen, was kann man sich davon leisten, was sind Prestigeprojekte, beispielsweise Elbphilharmonie, die dann überhaupt noch zu leisten sind. Ich hoffe, dass da ein bisschen mehr Vernunft einkehrt in der Wirtschaftsförderung als an der Vergangenheit. Okay, dies mit meinem Lieblingszitat der letzten paar Jahre. Das ist ein Zitat von Jakob Burckhardt. Jakob Burckhardt war Historiker des 19. Jahrhunderts, also Kunstgeschichtler und Historiker aus Basel. Das Zitat stammt aus seinen weltgeschichtlichen Betrachtungen. Das ist die dritte Auflage von 1921. Das ist hier nicht das Original aus dem 19. Jahrhundert, weil das ist die Ausgabe, die Wilhelm Röpke einmal gehört hat. Die habe ich in meinem Antiquariat gefunden. Wilhelm Röpke ist einer der Väter der Ordnungsökonomik, der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland. War ein wichtiger Berater, wirklich eher als in den 50er und 60er Jahren. Lebt in Genf. Und Wilhelm Röpke hat sehr vorsichtig in diesem Buch ganz dünn immer nur
einzelne Stellen unterstrichen, aber eine Stelle hat er dreifach fett unterstrichen mit Ausrufezeichen. Und das ist diese. Das Zitat lautet: Ohnehin sollten wir gegen das Mittelalter und deshalb den Mund halten, weil jene Zeit ihre Nachkommen keine Staatsschulden hinterlassen haben. Danke für die Aufmerksamkeit. Jahreswechsel nicht so packen.